So, halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Racketeer. So, wir haben es morgens, der sechste Tag, direkt früh morgens. Wir haben 2000 übrig und wir haben hier nichts. Ah, okay, wir können was reintun. Ich dachte schon, wir hätten nichts. Aber wir haben nicht besonders viel, muss ich sagen. Ah, doch, wir haben Robes, wir haben eine Armor, wir haben zwei Necklaces, wir haben Shoes und wir haben Ingredients und wir haben Essen. Okay, wir haben doch was. Wir hatten nur zwei Waffen. Okay. Ja, wir machen einfach mal alles rein, was wir hier so haben, ne? Würde ich sagen. Oh, Tier. Racket, may I speak with you a moment? Sure, what is it? Those counters by the window. Items you place there are visible to anyone passing by on the street. As such, putting eye-catching items, the sort of thing that makes you think, I want to buy this more than anything, on those counters is a core principle of running a shop like this. In a very real way, those counters are the face of the shop, and what is placed there greatly affects interests in our business, so choose what to place there very, very carefully. Wow, I never thought about it like that. Okay, I'll be careful. Alles klar, also hier kommen die besonders wichtigen Sachen rein. Zum Beispiel Sandalen. Zum Beispiel Süßigkeiten auf jeden Fall. Und Schleimfluid. Definitiv Schleimfluid. Ja, wir füllen einfach den Rest mit Schleim auf. Oder Powerful Anti-Venom. Weißt du was? So ist besser. Das Anti-Venom kommt da oben rein. Okay. Ja, das finde ich gut. Wollen wir einmal den Shop eröffnen? Ich bin dafür, wir machen einmal auf. Dedede. Oh, wie viele Leute da reinkommen. Herzlich willkommen! Du möchtest das Necklace haben. Davon habe ich zwei. Natürlich kriegst du eins. Okay, pass auf, ich biete es dir für so viel an. Oh, good deal, little lady. Thank you so much. Oh, level up. Glee! Also, ja genau, das Necklace. Und level up. Welcome! Hey, das ist doch Louis! Hallo Louis! Du möchtest Süßigkeiten bei mir kaufen? Komm. Ja, gib mal ihm einen Rabatt. Ja, ich denke, wir machen ihm einen günstigen Preis. Nur 10% Aufschlag. Komm. Weil's Louis ist. Thanks, Racket. That's a great price. Gern geschehen. Komm. Wollen wir Freunde sind. Oh, hallo kleines Mädchen. Du möchtest die Regenjacke? Oh, jeder Mensch mit einem Herz kann doch hier nicht einen teuren Preis machen. Das kleine Mädchen möchte eine Regenjacke. Okay. Weißt du was? Ich gebe es dir dafür. Kleines Mädchen. Oh, thank you so much. Ich mache vielleicht nicht unbedingt das Maximum an Profit, aber egal. Hey there, what can I get you? Oh, der Guildmaster. Oh, der möchte ein Powerful Anti-Venom kaufen. Aber natürlich, aber Mr. Guildmaster, Sie haben doch bestimmt Geld. Well, that seems fair enough. Zack, da haben wir doch direkt mal Menschenskinder, was wir hier verdienen. Das ist ja Wahnsinn. In einer Shop-Periode haben wir gleich mehrere Sachen verkauft. Wow! Well then, you seem to have developed a basic understanding of how to sell things to people and not drive them to burn the shop in anger. Yepperoni? Yepperoni? Easy as pie? Okay. Being a truly great store owner involves more than selling things. However, there are times when people will want to sell items to you as well.
Really? I suspect we will begin to get such offers soon. But I already buy stuff from the guild and the market. Achso, falsche Stimme. Also die Racket sagt das jetzt. But I already buy stuff from the guild and the market. So why should I worry about buying stuff from the customers? There is one major difference between a guild or market purchase and a purchase from an individual. Individuals do not have set prices. In other words, you can haggle as you do when selling. Haggle down, that is. Oh, so I can get stuff really cheap. Cheap, but that seems like I would be pretty hard. That seems like it would be pretty hard. Fundamentally, buying and selling are not that different. The customer shows you an item they wish to sell, and then you set the price, and perhaps negotiate. Obviously, you wish to pay less than the base price of the item. Okay, so buy low, sell dear, right? Just so. That is the very core of a successful business. Now then, shall we practice? The fundamental procedure is the same as when selling. Kayo. Kayo. Welcome to Racketeer. Would you buy this from me? Longsword. Okay. Need to name a price lower than the base. So, think. Press down. Ah, come on me, you can do this. So, what should I set it to? Ja, oh, das ist ein bisschen wenig. Ah, ich würde sagen. Komm, ich zahle dir die Hälfte. Ah, weißt du was? Ich zahle dir ein bisschen mehr als die Hälfte. Excellent, this is a good price level. What? Now then, let us practice haggling over the price a little. Ernsthaft? Concept is essentially the same as selling something. Now that you have offered the price you believe to be fair, adjust your offer until they agree to sell to you. Let us begin then. Could you offer me a little more? I think it is worth a lot. Okay, so I need to set a higher offering price. Yes, between 50% and 70%, 15% and 17% of the base is a good target. You will gain an item to sell without giving up too much money. And that is essentially how it goes. You seem to have a decent enough grasp of it. Well, let us put theory into practice again. I will sell you several items. If you buy them from me successfully, I believe you will be ready to proceed. Well, let us begin. Hello! Welcome to Racketeer. Ah, eine Statue. What would you be willing to pay for this? Was haben wir da? Ein Treasure. Ah. Okay, das ist ein Treasure. Da würde ich... 60 will ich, 2600. Yes, an excellent price. Thank you so much. Ja. Okay, 2600 ist gut. Und dann verkaufen kann ich sie bestimmt für um die 6000. Das ist also ziemlich profitabel. Aber ich meine, noch profitabler ist es natürlich, Sachen aus dem Dungeon zu holen und die zu verkaufen. Ein Brot. Ach, putzig. Huch. Komm. Ich gebe dir 64 dafür. Walnussbrot für 64. If you ever wish to practice again, simply ask. Natürlich. Ich glaube, das muss man nicht unbedingt practicen. Wir haben noch viel Stuff. Aber ich überlege... Town Square, Chapelle... Gehen wir mal zum Market. Oh, hier können wir Capes kaufen, Scarves. Ja, jetzt weiß ich auch, dass man hier nach rechts gehen kann, um noch mehr zu kaufen. Toll, wie viel das hier gibt, ey. Capes zum Beispiel. Basispreis 2000. Ich kann sie hier für 1400 kaufen. Old Muffler. Basispreis 50. Ich kann sie für 35 kaufen. Das bringt jetzt nicht wirklich viel Profit. Sommersandal 800. 560 zu kaufen. Die Thankful Statue. Ne, die Unthankful Statue. 140, das bringt nicht wirklich viel. Leon Fortune, das ist ein Book. While people agree that this book is a masterwork, the huge character list is hard to keep track of. Okay, das sind halt Bücher, die kann man kaufen und verkaufen. Food gibt's auch. Taiyaki. Das sieht gut aus.
Okay, wir kaufen auf jeden Fall was. Das hier zum Beispiel kaufen wir. Und was zu essen. Und zwar dieses Taiyaki. Und ich würde sagen, zwei Candies. Und ein Brot. Und dann haben wir unser ganzes Geld ausgegeben. Und das können wir jetzt in unserem Laden verkaufen. So, hier oben machen wir erstmal dieses Cloth Cape rein. Taiyaki machen wir da rein. Und Candies. Und hier ein Walnussbrot. Okay, kann ich den Laden nochmal eröffnen für eine Periode? Ja, komm mal. Shidende. Welcome. Can I help you with anything? Oh, you want a Taiyaki? Okay. Wie sieht's aus? Jawohl, verkauft. Thank you. Taiyaki für 1400. Nice. Nächster, komm. Louis. Hey, Louis, wie geht's dir? Ein Apfel. Ah, super, komm. Du kriegst einen günstigen Preis. 350. Weil du ein Kumpel bist, komm. Noch jemand? Ah, wer will? Er hat noch nicht. Hallo, can I help you with anything? Oh, you will... Du möchtest Candy? Aber sicher doch. Kannst mal schön draufzahlen hier. So, der Louis kriegt einen Sonderpreis, du nicht. Ah, oh, sehr schön. Und das war ein guter Deal anscheinend. Perfekt. Candy verkauft. Komm, einer noch. Komm, da sind so viele Leute. Jawohl, wusste ich's doch. What can I get to you? Ein Brot nur. Oh, der ist langweilig. Komm, Zahl 122, wir sind quitt. Ja, denke ich auch. Komm, thank you so much. Nice. Noch was? Ah, da will tatsächlich noch jemand was. Hallöchen. Sandalen. Oh, das sind feinste Sandalen aus dem Orient. Ich sag's dir, das sind ganz wertvolle Sandalen von ganz weit weg. Und die, da kann man ruhig mal so viel für zahlen. Jawohl. Zack. Level up. Oh, nice. Noch jemand? Oh, nice. Wie viele? Okay, noch ein Taiyaki. Oh, das ist gut. Das verkaufe ich dem jetzt. Machen wir so, oder? Ah, Moment. Das ist zu viel. Wir machen so. Jetzt haben wir nämlich... Was? Warte mal. Habe ich ihm das gerade abgekauft? Moment. Ich glaube, ich bin total bescheuert. Ich glaube, ich habe gerade ganz viele teure Sachen eingekauft. Okay, wir haben gerade sehr viel Verlust gemacht. Scheiße. Oh, ich muss besser lesen. Oh Gott, ich muss mehr lesen und weniger durchskippen. Ah, well, you seem more or less used to the basics of running an item shop. Ah, you think so? There is one other matter, however. You cannot always be certain that the customer will know what they want when they come in. What do you mean? They may come in thinking, what should I make for dinner? What would be a good weapon? And so forth. They will not be quite sure what exactly they wish to purchase when they come through our door. In such a case, we must provide them with advice to help them decide. Well, wait, how could I do? Many customers will simply give up if they do not find something suitable for their needs on our counters. Others, however, will realize that we may have reserved stock and will inquire as to whether or not we have something they seek. That is when you may suggest an item you think they would like. In a sense, it is the ultimate chance to show your skill as an item shopkeeper if you know what someone desires. You will very likely impress them and cause them to return. Nyeek. No pressure then. None at all. Well, let us give it a little practice, shall we? It is no different than a normal sale, really, beyond the fact that you must choose the item to sell yourself. Let us begin. KK. Welcome. I would like a sword, please. So, anything is a sword as long as it's a sword. Was? Anything is okay as long as it's a sword. Ultimately, you must pick something the person would like. By the way, if I may give you a little advice, if you sell weapons and armor to your adventurer friends,
They will equip the items you sell them, meaning, of course, that if you sell items to them, then we do not need to lend them any items at the start of a dungeon excursion, and we'll be able to bring back more items for our own use. Even if an adventurer must retreat while in a dungeon, the equipment is not lost since it is their possession. So, selling better equipment to our adventuring friends is a good idea, even if you must undersell to them a little. Accessories work the same way, so think carefully about who you sell what to and what effect it may have on their performance. Wow, I hope I can keep track of all this. If you look at the details of an item when selling to one of our adventurer friends, you can also check what that person currently has. Now then, we should continue. Affirmatification? Affirmatification. I would like a sword, please. So, was haben wir denn? Ein Longsword und ein Steelsword. Also ich kann dir nur empfehlen, ein Steelsword, wenn du ein echter Schwertkämpfer bist, das macht auf jeden Fall was her und ist auf jeden Fall sehr stark, ja. Well, once again, let us put the whole thing into practice. I will ask for an item, send me what I ask for and it will pass. Let us begin. Hiyo! Welcome to Racketeer! I would like a weapon, however. A weapon. Okay, wie wär's mit einer Windjacke? Hier, komm, kriegst du ein Longsword. Also ich meine, wenn der nur Weapon sagt und sich nicht ganz sicher ist, was für eine Waffe, dann würde ich sagen, ist er kein mega guter Schwertkämpfer, sonst hätte er direkt nach dem Schwert gefragt. Deswegen würde ich ihm erstmal so ein Standard-Basic-Schwert verkaufen. Oh, this is lovely. How much is it? Yes, an excellent price. Thank you so much. Yay, okay. Precisely done. Once more then. Oh, nochmal. Komm, verlangen was zu essen. Welcome to Racketeer. I would like a weapon. Schon wieder. Dann kriegst du jetzt ein Stahlschwert. Wie wär's damit? Oh, this is lovely. So, dann kriegst du natürlich noch einen saftigen Preis. Und zwar machen wir genau... So, komm, kannst du nicht nein sagen. So. If you ever wish to practice this again, simply ask.